Hallo und herzliches Willkommen, das heißt Lukas Max. Heute ein sehr trauriges Video. Eigentlich sollte heute kein Video mehr kommen, aber es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Ich werde das Video komplett uncut hochladen, weil ich es einfach so schnell wie möglich raushauen möchte. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, was ich euch heute zeigen möchte. Let's go. So, hier sieht man schon, wir sind hier auf dem Rockstar-Seite, also auf der Rockstar Games Newswire-Seite. Hier steht das GTA Online-Logo, aber es ist etwas sehr Schlimmes, denn hier steht schon, GTA Online für PlayStation 3 und Xbox 360 wird am 16. Dezember 2021 eingestellt. Scheiße. Einfach der GTA Online-Modus für die PS3 und Xbox 360. Och nee, ich dachte, das wird noch ein bisschen dauern bis dahin. Aber dass sie das jetzt schon machen, ich würde sagen, wir lesen uns direkt halt diesen Text durch, weil ja, den müssen wir uns aber durchlesen. Während es auch weiterhin neue Updates für generelle Unterstützung für Grand Theft Auto Online für PlayStation 4, Xbox One und PC geben wird und ab Herbst auch neue erweiterte und verbesserte Version von Grand Theft Auto 5 und Grand Theft Auto Online für die PlayStation 5, Xbox Series X und S wird GTA Online für die PlayStation 3 und Xbox 360 samt der Statistikaufzeichnung im Rockstar Social Club offiziell am 16. Dezember eingestellt. Zudem werden nach dem 15. August 2021 keine Shardcards mehr für GTA Online auf Xbox 360 und PS3 mehr verkauft. Oh nein, das ist einfach dieser GTA 5 auf PS3 und Xbox 360 war so Legende. Und jetzt stellen die das einfach ein. Ach du Scheiße. Ey, was soll denn das? Bitte beachtet, dass diese Änderung einschließlich für GTA Online und Xbox 360 betreffen und sie keinen Einfluss auf den Zugang zum Story-Modus von Grand Theft Auto 5 und den dortigen Spielfortschritt haben. Darüber hinaus werden die Statistikaufzeichnungen im Rockstar Games, Social Club und weitere Funktionen für bestimmte PS3 und Xbox 360 Titel am 16. September 2021 eingestellt. Im Einzelnen sind das Statistikaufzeichnungen, Online-Multiplayer und Ranglisten für PS3 und Xbox 360 Versionen von Max Payne 3, Statistikaufzeichnung für die PS3 und Xbox 360 von LA Noir. Diese Änderungen haben keinerlei Auswirkung auf den Zugang zum Story-Modus dieser Titel auf beiden Plattformen sowie auf den dortigen Spielfortschritt. Wir möchten uns bei der GTA Online Community für ihre anhaltende Unterstützung bedanken und freuen uns schon drauf, wenn die Spieler ihre Reise in Los Santos auch auf den neuen Plattformen fortsetzt. Ey, es ist so ein trauriger Tag. Der 16. Dezember, da wird einfach GTA Online nicht mehr für die PS3 und Xbox 360 geben. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Schreibt jetzt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Ich finde es persönlich sehr, sehr schade. Lasst das Video gerne da. Teilt das Video jetzt gerne an eure Freunde, damit die Bescheid wissen, dass nur noch bis zum 16. Dezember GTA Online für die PS3 und Xbox 360 geben wird. Ja, was soll ich sagen? Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht so um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.